Startplatz 10 herausgefahren, weil es in Q2 angefangen hat zu regnen und wir noch rechtzeitig eine halbwegs schnelle Zeit hinbekommen haben. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis der Niederlande. Das Rennen in Zandvoort und da wird es auch regnen. Ich dachte schon, wir fliegen in Q1 raus und sind am Ende doch bis ins Q3 gekommen. Ach ja, was hier gerade auffällt, ich habe das Teamlogo mal kleiner gemacht. Ich habe ja am Ende des letzten Rennens, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, haben wir uns ja gesehen. Da ist mir aufgefallen, hä, Teamlogo da auf dem Helm? Ja, hatten wir auch schon im Jaguar, hab nachgeguckt. Aber da war das Logo abgeschnitten, da gab es irgendwie einen Grafikfehler. Deswegen ist mir das nie so wirklich aufgefallen. Und man kann das Teamlogo einfach nicht wegmachen. Aber ja, das war auch schon auf dem Jaguar oder in der Jaguar. In den Jaguar-Saisons mit drauf. Ist mir halt bloß nicht aufgefallen, weil es so unscheinbar war. Eben auch nicht vollständig drauf. Ja, KI-Fahrstufe gucke ich jetzt hier noch nicht groß. Also kann man es schon angucken, aber ändere ich womöglich eh gleich, weil ich will jetzt zum ersten Mal den detaillierten Wetterbericht sehen. Der fehlt uns nämlich noch, haben wir bisher noch nicht gesehen. Zumindest habe ich noch nicht drauf geguckt. Im Qualifying gab es den nicht, im Training denke ich gab es den auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich noch nichts Genaues vom Wetter. Es soll regnen zwischen Minute 20 und 45. Und wir sind hier in Saison 2, ja, schon eine Saison weiter, aber da sind wir auch so gute 15 Runden mit den Roten gefahren. Startreifen können wir uns nicht aussuchen. Jetzt will ich aber den Wetterbericht sehen. Ganz am Ende zweimal leichter Regen. Heißt, ich gehe mit der KI-Fahrerstufe 4 Punkte runter. Okay. Teile wechseln wir nicht. Und den Frontflügel wechseln wir erst dann beim Boxenstopp. Ist aber blöd. Vielleicht wird es doch nicht so stark regnen, dass man auf Inters fährt. Ich denke mal schon, aber mir wäre es gerade lieber gewesen, auf Gelben zu starten. Wobei, da wäre es vielleicht auch schwierig geworden, die Nummer sicher ist, mit den weißen Reifen zu starten. Weiße Reifen und dann bis zum Reifenwechsel von Trocken auf Nassreifen. Zeitunterschied. 5,5 Zehntel von Reifenfarbe zur nächst schnelleren Reifenfarbe. Das noch am Rande. Wir hatten teilweise schon eine Wolke am Ende und da hat es dann locker mal die letzten 12 Runden geregnet. Bei 2 müsste ja noch viel eher anfangen, in der Theorie. Da könnten die gelben Reifen wirklich ideal sein beim Start. Leclerc die drauf, ansonsten keiner von den Q3-Fahrern. 35 Jahre ist es her, dass der großartige Niki Lauda hier in Zandvoort seinen 25. und letzten Grand Prix Sieg holte. Nur 2 Zehntel vor seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Alain Prost und nach einer Aufholjagd von Startposition 10. Die Strecke, die wir hier sehen, ist natürlich ganz anders als damals, aber sie hat immer noch eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen, zu der heute mit dem großen Preis der Niederlande 2020 ein weiteres Kapitel hinzukommen wird. Eine Runde auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke von Zandvoort führt durch 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links und vor Kurve 1, auch als Tarzan-Bocht bekannt, über eine 678 Meter lange Hauptgerade, die mit DRS-Unterstützung die beste Überholmöglichkeit auf dieser Strecke bieten sollte. Da ist Claire. Da ist ein verpixelter blau-weißer Schirm. Sie
sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Albon, Valtteri Bottas und Perez. Ricardo, Stroll, Ocon und der Eismann. Norris, Sainz, Sebastian Vettel und Magnussen. Grosjean, Gasly, Dani Quert und Kimi Räikkönen. Giovinazzi, Alesi, Russell und Nicola Latifi. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Vettel hat es in Q2 im letzten Sektor überhaupt nicht mehr auf die Kette bekommen, da war es wohl zu nass. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Ein paar Punkte in den letzten Rennen, das waren 13 an der Zahl, ein paar ist da gut. Gut, wir müssen auf den roten starten, deswegen wählen wir das aus. Mal gucken, wann es anfängt. Wir können es uns, wie gesagt, nicht aussuchen. Insofern müssen wir jetzt einfach damit leben. Und Sprit belasse ich so. Und Autoeinstellungen müssen wir auch nicht ändern. Ich bin nicht im Nassen gefahren mit angepassten Einstellungen. Nö. Ich werde dann einfach beim Boxenstopp Frontflügel womöglich auf 11 stellen. Auf 11 stellen. Na dann, was Zählbares wäre natürlich traumhaft, aber damit rechne ich jetzt nicht. Ich lasse mich einfach überraschen und gebe einfach mein Bestes und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Okay, diese bereift hinter uns. Wir gehen auf Nummer sicher. Halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Also Norris und Sainz, die werden von weiß auf grün dann gehen. Rennstrategie. 13 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Der kommt bestimmt erst später, oder? Es fängt schon eher an zu regnen. Ich meine, ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir auch ein überwiegend nasses Rennen. Australien, aber wir konnten auf Trockenreifen fahren. Überraschend lassen. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann das Beste daraus machen und mal gucken, wie gut das aussehen wird. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die schon Gas gehen. Start war gut, aber ich kam halt nirgendwo vorbei. Oh, ganz leicht Kies mitgenommen. Vettel schon hinter uns mit roten Reifen und halt im Ferrari. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Oh, steht quer. Großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Trotzdem ist der Vordermann gerade weit genug weg. Der Ocon mal wieder. Heute ist er Vordermann, im letzten Rennen war er Hintermann. Vettel wird mich angreifen wollen.
unter Druck. Der Wagen hinter dir kann dein Tempo nicht halten. Wir glauben, dass ihm das Benzin ausgeht. Klar, nach Runde 1, Jeff. Okay, alles klar. Genau, Spaßvogel. Nicht da angreifen, das ist Quatsch. Bei unserer Linienwahl. Da beschleunigt uns aber aus. Aber das ist normal im Normalfall noch nicht unsere Konkurrenz. Ferrari. Da war ich jetzt zu spät dran. Nicht, dass die Weißbereifen gleich noch nerven. Da muss ich wieder schnell weg. Ja, es hat sich zwischen die beiden McLaren geschoben. Oh Mann. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Norris sitzt deutlich hinter uns. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Mit uns hatte es Vettel einfacher. Weit innen. Jetzt zimmern wir den Hinterleuten gleichmächtig davon. Achtung, 18. Abstand. Immerhin 2 Zehntel. Ist jetzt aber auch nicht mächtig. Aber reicht, um hier keine Gefahr auf der Geraden von hinten zu verspüren. Ah, jetzt wird eben nicht gut. Eine Sekunde pro Runde sollten die Weißbereiften langsamer sein. Und es sind auch noch schönere Autos. Ungefähr 10 bis 15 Minuten. 10 bis 15 schon. Vorhin waren es nur 10. Benzinplanziel ist plus 1. Ich weiß, schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Keine Chance hier für den Hintermann anzugreifen. Jetzt sind wir mal gut davon gekachelt in der letzten Kurve. Vettel ist immer noch nicht vorbei, das wundert mich doch. Ferrari mit dem Ferrari-Motor. Mit DRS und Windschatten. Startest du, Kollege?
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Er ist auf Rang 20. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 17,3. Die freie Reifenwahl. Und er will die roten. Mit außen. Fahrer hinter mir. Norris hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,16,9. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,4. Du fällst pro Runde um etwa 2 Zehntel zurück. Start des Konkurrent. Er ist auf Rang 16. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. Nicht weit weg. Der Magnussen und auch nicht der Alesi. Also der ist auch nicht weit weg. Vettel ist immer noch nicht am Ocon vorbei. Heftig. Jetzt ist er vorbei. Auf dieser Geraden schafft das dann. Obwohl Stutz hier besser geeignet ist. Naja. Hauptsache vorbei, denkt er sich. Und besser später als nie. Wetterbericht. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Langsam könnte es auch für die Gelbbereiften beim Start, sofern es welche gibt, denkt man schon, eng werden mit Durchfahren bis zum Regen. Wenn es immer noch 10 bis 15 heißt. Norris ist halt nicht weit weg. Zwei innen. Sprit sieht sehr gut aus. Über 1,0. Letzte Runde war scheiße, ich hoffe die besser. Ich hoffe die wird jetzt besser. Norris hält aber leider Schritt, das ist nicht gut. Gut, die Roten bauen jetzt auch schon deutlich ab. Die Weißen bestimmt noch gar nicht. Ernsthaft, noch gar nicht ernsthaft. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,9 Sekunden. Mist.
Status-Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Er ist auf Rang 20. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17,0. Ich schätze hier keine Chance von uns. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,6 Sekunden. Aber ja, die Gegengerade mit den Kurven davor, da kommen sie einfach besser zurecht. Deswegen ist er da so nah dran und kann sie da ansetzen. Ist alles nicht neu. Mit einem schlechter motorisierten Auto als in der Vergangenheit noch schräger vorne zu bleiben. Jetzt bin ich am vierten gewesen, Kacke. Die letzten drei Runden waren jetzt nicht so gut. Ocon hat sich auch verkrümmt. Mach weiter Druck. Der Wagen hinter dir kann dein Tempo nicht halten. Wir glauben, merkt dass man. Ihm das Benzin ausgeht. Hör doch auf, Jeff. Lässt ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Merk's. Sei vorsichtig da draußen. Nur die roten Reifen lassen sich noch super fahren. Auch wenn die weißen immer näher rankommen. Sind aber eben auch schon deutlich abgenutzt. Aber so fühlen sie sich halt nicht an. Boxenstopp-Fenster. Okay, nach. Der Abstand zum Vordermann beträgt 4,5 Sekunden. Vielleicht kommen wir mit den gelben Reifen gar nicht bis zum Ende hin. Für den Fall, dass wir doch auf Trockenreifen nach Hause fahren müssen. Wir werden es herausfinden. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Unter einer Tankrunde sind wir mittlerweile angekommen. Sechste Gang ist mir einfach zu hoch, das Sopf untersteuern. Mit einem schweren Auto. War schon jemand in der Box, wir sind Zehnter. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Keine Chance, anstatt sie angegriffen zu werden. Teamkollege in der Box, die von aller kommt hart. In die Boxengasse. Entweder Elfter werden oder halt Neunter. Ich versuch's mit Gelb, falls es trocken bleibt. Oder doch weiß. Weiß Reifen. Haben wir irgendwie Konjunktur in der Saison. Wir sind oft gar nicht so schlecht allen voran, wenn der Abstand nur eine Sekunde auf die Roten ist. Der Wagen vor dir hat auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Oh, die fahren ja nebeneinander.
kommen wir jetzt schon rein. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Vorne links, aua. Boxengasse hier sehr kurz. Los, damit du an der Ausfahrt nicht so schön. Renntempo bist. Losfahren. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls langsam. Du auf die Strecke fährst. Ich glaube, die Gelben werden bei einem trockenen Rennen am Ende zu ekelhaft geworden. Die Haas haben noch einen Undercut gemacht, deswegen sind die so nah dran. Nicht hier wieder ansetzen, bist du bescheuert. Ich denke da gerade an Giovinazzi. Oder war das schon Russell? Als er Kimi ersetzt hat? Auf jeden Fall war es ein Alpha Sauber. In Saison 2. An der gleichen Stelle mit einem riesen Abstand einfach reingekachelt. Ganz schön düster geworden. Wetterbericht. Beobachte die Verhältnisse. Wir denken, es wird bald Regen geben. Trockenreifen passen gerade am besten. Dann wären die Gelben doch besser gewesen. Aber das ist ja das Schöne am Regen. Man weiß ja nie so ganz, welche Strecke man fahren kann. Welche die beste sein könnte. Die auf weiß sind, die könnten vielleicht wirklich durchfahren. Mal gucken. Wäre ganz bitter, wenn die hier reinkommen und dann nur zwei Runden mit rumdüsen. Fahrer vor mir. Grosjean liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. Im ersten Sie Stint. Fahren mit neun harten Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,7. Dann sollten wir uns ihn schnappen, solange es noch trocken ist. Der Haas soll ja aber gut auf Augenhöhe mit uns unterwegs sein. Laut Leistungsdatenblatt für dieses Rennwochenende. Die haben sich ja deutlich gesteigert. Auf dem Papier. Magnus ist ganz weit weg. Zeitlich aus dem DS-Fenster raus. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Gut, alles klar. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Er ist auf Rang 21. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17,6. Gegenüber dem McLaren sollten wir jetzt schneller sein, in der Theorie. Aber am Ende mit weicheren Reifen würden die uns ja eigentlich einholen. Sofern man die noch fahren kann. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Da kommt schon Wasser runter. Wenn sie natürlich einen Stop einsparen können, wäre das sehr viel wert. Kommt gerade nicht ernsthaft an Grosjean ran, Mist. Magnussen ist zu lahm, der kommt nicht mit. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,2 Sekunden. Ist Kimi auf Gap gefahren oder die ganze Zeit auf Weiß? Wenn die Weißreifenfahrer jetzt reinkommen würden, wäre das ja schön. Hätten die keinen Vorteil mehr. Mit der Reifenwahl am Start. Zwecks kein Trockenreifenstopp hinlegen. So, wie viel Dampf macht Kimi jetzt? Er fährt auch auf Weiß, also ist er gerade nicht auf Weiß gefahren, so wie steht fest. Hat
hatte er wohl gelbe Startreifen drauf oder frische rote, er hat es vorausgesehen. Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Ist beides möglich. Ich tippe, er ist bis auf rot gefahren. Nee, ich glaube, mit Gaschau wird das nichts. Ich bleib natürlich dran, aber das sieht nicht gut aus. Was hier runterkommt. Aufpassen, jetzt könnte es schon ekelhaft werden, weil schlüpfrig. Die McLaren freuen sich gerade über dieses Wetter. Kimi macht keinen Scheiß. Mit den Slicks musst du aufpassen. Unter diesen Bedingungen ist die Ideallinie etwas rutschig. Aber bis zum Wechsel wird es noch dauern. Bin schon gefasst, Chef, aber danke für die Erinnerung. Dann bin ich weit nach außen gekommen. Da gab es Untersteuerung. Eine Ecke langsamer als letzte Runde, weil es wohl schon zu nass ist. Scheiße. Boah. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Die Strecke wird schon deutlich langsamer. Heck kommt noch nicht rum, aber in den Kurven ist es deutlich langsamer geworden. Hier kommt das Heck nicht rum. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,1 Sekunden. Ungefähr gleich geblieben. Start des Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Er ist auf Rang 21. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 18,5. 2 Sekunden langsamer ist die Bestzeit. Die Strecke ist deutlich langsamer. Start des Konkurrenten müsste 17. sein. Er ist auf Rang 17. Ja, das passt. Womöglich funktioniert Start des Konkurrenten wieder mit dem neuen Spielstand. Oder halt mit wechselnden Konkurrenten wird es halt irgendwann wieder eintreten, dass die Ansage nicht zu den Zeiten und der Einstellung passt. Kimi ist aber auf einmal weit hinten. Was ist denn da kaputt? Bin doch nicht so gut gefahren, oder? Boah, das Heck. Da merkt man schon die Nässe. Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Okay, alles klar. Also alles wie immer, das Beste geben. Kommen die Orangen bitte mal rein und holen frische Trockenreifen, sag ich mal. Habe ich nicht fett eingesetzt. Ein Problem oder was? Das ist auf einmal so auffällig weit weg. Fahrer hinter mir. Raikön hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,19,6. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,7 Sekunden.
ich vorsichtig sein. Habe ich letztes Mal mehr was bemerkt. Ein wildes Heck. Leicht wild. Noch nicht so wild wie wild, aber leicht wild. Benzinplanziel ist plus 1. Oh, hier habe ich untersteuert. Einstellungen sind verfügbar. Kommt dem Grosche aber gerade näher. Weiter. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Selbst im vierten Gang drehen die Hinterräder noch durch und ich gebe fett. Sein muss, muss sein. Jetzt gebe ich hier aber erste Überholen nach der Stallkurve. Ist mir sonst zu heikel. Die Orangen fahren ja immer noch kacke. Sollte mit weißen Reifen aber auch möglich sein. Wow! Jetzt wird es langsam ekelhaft. Womöglich kommen wir diese Runde schon rein. Das freut den McLaren sehr. Ja, wer kommt diese Runde rein? Sicher, dass ja, Reifensatz der wollte gerade Boxenstopp sagen. Jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Giuliano ist auch nicht reingekommen, dann ist noch gar keiner drin. Fahren wir jetzt auf Mager, sicher ist sicher. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Eigentlich wäre der Abstand zwischen uns und dem Giuliano groß genug, sodass er nicht behindert werden würde, aber im Spiel reicht der Abstand nicht. Startet das Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,5 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Er ist auf Rang 21. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,4. Jetzt kommen alle rein, oder? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich bleibe bei meiner Einstellung. Weh, das wird geändert. Ich gucke jetzt nicht nochmal drauf. Ich habe das extra eingestellt vorab und auch schon mehrmals kontrolliert. Verstellen, ihr Pixel. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Fahr raus. Fahr jetzt raus. Ja, die Startweißbereiften freut das sehr. Jetzt heißt sie jetzt recht finden. Schnellstens. Wollen wir denn hin? Kimi ist wieder voll dran. Strom ist voll. Ich kann aber gerade nicht wirklich was einsetzen. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Giuliano kommt an die Box. Giuliano an der Box. Der ist doch schon längst drin gewesen. Wir überholen lieber erst am Ende der Stallkurve. Der fährt mal raus. Da ist jemand eine Runde zu lang draußen geblieben. Okay, der Fahrer hinter dir hat wohl Benzinprobleme. Mal sehen, ob wir das in den nächsten Runden zu unserem Vorteil nutzen können. Zum dritten Mal schon, als Jeff das ansagt. Sehr gerne an den Grosjean rankommen, allein schon um mich mit ihm zu duellieren. Denn offensichtlich zwei Kämpfe hatten wir bisher noch gar nicht im Rennen. Noch nicht mal einen.
Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist jetzt deaktiviert. Auf einmal haben wir mehr als genug Strom. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Juliana ist jetzt über 10 Sekunden weg, oder? Allein schon, weil er hinter uns warten musste, nehme ich mal an. Startes Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,5 Sekunden. Nee, nur 8. Sie fahren mit 9 Intermediates. Er ist auf Rang 21. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,6. Einmal kommen wir hier locker in 8. Gang, weil Strom beträgt 8,5 Sekunden. Wir sind in etwa genauso schnell wie Grosjean. Huiuiui, musste zweimal leicht gegenlenken. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Probleme bekommen wir keine mehr. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. So viel Magerfahrt. So, Vorsicht hier hinten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Wir fahren gleich noch 10 Runden. Wir kommen dem Grosjean gerade etwas näher. Ich muss da dranbleiben. Ich will hier noch ein Duell. Ja, deutlich angekommen. 2-3. Jetzt den Dreh raus oder hat er Probleme? Bei Mechanik. Fahrer vor mir. Grosjean vor dir. Unser Abstand zum Auto Kimi vor auch abgehauen. Beträgt 2,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 25,5. Ich glaube, ich habe den Dreh einfach raus. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Mit dem Strom komme ich auch ganz gut mit dem Ausgeben gerade hinterher. Sehr schön. Da ist sogar noch ein schwarz-gelber, der Ocon. Erstmal Grosjean analysieren. Sechster Abstand. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Ach, die werden schon halten. Kein Thema. Das
Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Nicht gut. Ich verliere sogar etwas Strom auf eine Runde. Dein Treibstoffmanagement ist bisher ausgezeichnet. Weiter so. Dankeschön. Nee, ist zu schlimm. Ich habe zu viel Sprit, zu viel Last. Jetzt hätten wir schon DRS. Oh, ich war gar nicht fit. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,2 Sekunden. Habe ich, glaube ich, insgesamt 2 Gasly geholt an der Stelle. Ich glaube, da war was. Auf jeden Fall bei Messe. Statt sie mal ansetzen, mal gucken, ich bin gespannt. Wenn es halt außen ist. Das war zu früh. Okay. Habe ich gelernt draus. So. Alles wieder gut. Das ist da sehr problematisch, wenn das Heck darum kommt bei Messe. Das ist eine schnelle Kurve. Ja, rankommen das eine, vorbeifahren das andere und wegfahren. Das sollte uns dann wieder gelingen, aber ist auch nochmal eine andere Geschichte. Vorbeifahren ist das große Thema. Aber erstmal noch nah genug ran. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen. Aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. Glaube ich nicht. Der Ocon ist dem Grosje aber auch näher gekommen. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Glaub ich nicht. Lass mich aber gerne eines Besseren bilden. Ich bin schon nicht auf Fett gefahren, Mann. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 5,9 Sekunden. Zu erwarten, aber ich wollte es probieren. Zwei Kämpfe bei Nessel machen richtig Laune.
War jetzt zuletzt in Austin so. Bewusst nicht mal. Mache ich jetzt aber wieder bewusst. Ah, schade. Aber das macht Laune. Du bist vorbei, wirst mehr Gas geben, aber Sek kommt rum und... Ah, ich mag das. Das ist Rennfahren pur. Ohne Scheiß DRS. Okay, ich muss hier näher ran. Jetzt wieder Dreck. Jetzt wird das nicht so Sturz hier, jetzt wieder Dreck. Okay, alles klar. Wir machen jetzt Feierabend. Womöglich einer hinter uns. Na, Russell. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Hänge auch gerade in der Garage. Ich könnte schneller fahren. Aber ich muss halt vorbei. Noch drei Runden und der Rest von dieser hier. Das Gefühl, da wo ich es schon mal neben Grosjean geschafft habe, ist die beste Möglichkeit für uns. Für Stadtziel bin ich jetzt zu weit weg. Na, Strecke ist trockener geworden. Jetzt noch Trockenreifen, kann ich mir nicht vorstellen, ist... Oder doch, weil ich verbremse mich hier? Nee, oder? Was, gelbe? Blaue Flagge? Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Noch nächste Runde greifen wir nicht an. So weit weg. Mann. Auf einmal wird es deutlich... Trockner, angenehmer. Das heißt angenehmer. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Probleme. Reinkommen dürfte sich aber nicht mehr lohnen. Das Auto bewegt sich gefühlt mehr als in den letzten Runden. In schnellen Ecken. Reifen verschlechtern sich. Oh, der S könnte für uns interessant werden. Wahrscheinlich dürfte es gerade nicht haben. Ja, also als es noch feuchter war vor 2, 3 Runden, haben wir uns besser geschlagen. Jetzt geht's gerade wieder eher nach hinten. Die Anleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Boah, ich einfach nicht mehr um die Kurve kommen, um die zum zweiten Mal schon. Ganz hinten kommt Mercedes angetingelt. Blinken die hier schon blau rum. Vorletzte Runde.
unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,4 Sekunden. Mann, hätte es nicht einfach so nass bleiben können, weil jetzt habe ich gefühlt keine Chance mehr, nah genug ranzukommen. Reifen sind jetzt schon sehr warm. Für grüne Reifen ist es auf jeden Fall sehr warm. Eigentlich wäre man schon längst auf Trockenreifen gegangen, aber das Rennen ist nicht mehr lang genug. Jeff hat doch recht behalten. Mit seinem Trocken. Ich komme nicht mehr zur Rande. Es wird leider kein Duell mehr nach vorne geben. Jetzt habe ich mal deutlich eher gebremst. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir sind der Letzte, der nicht überrundet wurde. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Aber er kann uns nicht mehr überholen, ich hätte mal, er wurde überrundet. Die Bremsen sind schon längst völlig abzugeben. Wir mit dem Benzin noch aus. Deutlich Sprit über. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,3 Sekunden. Boah, was ist denn hier los? Zu trocken. Das Profil verabschiedet sich langsam auch. Aber es gab wenigstens eine Nebenherfahrt und ein spannendes Grandjean versuchen zu überholen. Fahren. Das hat Laune gemacht. Und die Strecke macht sowieso immer Laune, egal ob bei Trockenheit oder bei Nässe. Leider nur Platz 15, aber hat Spaß gemacht und das muss manchmal auch reichen. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ging ganz schön eng zu zwischen Hamilton und Verstappen. Keine 4 Zehntel. Bottas dann schon fast 6 Zehntel hinter seinem Teamkollegen. Leclerc auf der 4, Albon, Perez und dann, ja,
Das Ergebnis für Perez ist schon super, aber dann kommt der Carlos mit einem 1-Top-Rennen, genauso wie Norris. Auffällig ist nicht zwingend der Abstand zwischen den beiden Teamkollegen. Die waren ja sehr eng beieinander. Der Platzunterschied. Norris hing irgendwie fest und kam halt nicht vorbei. Beide mit einer 1-Top-Strategie, aber der Carlos deutlich besser endplatziert. Und in Summe machen sie 7 Punkte mit. Nehmen sie 7 Punkte mit. Straw auf 8, Ricardo, eben Norris, Vettel der erste ohne Punkte, der hing verdammt lang hinter Ocon. Quert von 17 auf 12, ja, tolles Rennen, Ocon, dann kommt Grosjean, dann kommen wir. Ah, leicht langsamer als Grosjean, mit der schnellsten Rennrunde. Kimi der erste, der eine Runde zurücklag, Pierre Gasly, dann Magnussen, Giovinazzi, Alesi, Latifi und Russell ausgeschieden. Es gibt nur zwei Einstopper. Das sind nun mal auch die einzigen beiden Wagen, die mit den weißen Reifen gestartet sind. Das hat sich als Glücksgriff oder als genau richtig herausgestellt. Die konnten sich einmal einen Wechsel von Trockenreifen auf Trockenreifen sparen. Die gelbbereiften konnten das nicht. Leclerc zum Beispiel. Ganz kacke. Gelb und weiß. Rot und weiß wäre besser gewesen. Ob wir es auf Gelb heraus hätten quetschen können. Ah, das wäre für die gelben Reifen schon sehr ekelhaft geworden. Und dann noch bei wechselhaften Bedingungen, also Gradwetterwechsel. Das wäre sehr schwierig geworden. Weiße Reifen beim Start, ja, aber dafür sind wir auch in Q3 gewesen oder generell von der 10 aus ins Rennen gegangen, aber damit haben wir auch einen gewissen Preis bezahlt. Wir haben das ja selbst schon mal gemacht, auf die Weißen gesetzt beim Start, ich weiß gerade nicht mehr, welches Rennen das war, und dann bis zum einsetzenden Regen. War das in Kanada? Ich guck mal kurz nach, hier sieht man gerade nicht so viel, deswegen gehe ich mal hier rüber. Ich guck mal Kanada. Nee, da sind wir nicht auf Weiß gestartet. Wo sind wir mal auf Weiß gestartet und dann auf was Nasses gegangen? Ungarn-Saison, nee, Gelb, Weiß, Grün, Saison 2. Belgien, stimmt, ah genau, in der ersten, das war ja knapp am Podest vorbei. Weiße Reifen beim Start und dann auf Inters. Aber ich glaube, wir hatten das noch einmal, Moment. Nee, beim Start nicht. In Saison 2 auch nicht. Aber klar, Belgien, das erste Rennen. Oh Mann, stimmt, da kommen gerade die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Klar, klar, klar. Das einzige Belgien-Rennen, wo wir keine neuen Teile bestellt haben in der ersten Saison. Wir sind abgerutscht. Gleich auf die beiden Ferrari. Gleich auf die beiden Rosanen. Fast ein Siegrückstand für Bottas. Verstappen 7 Punkte hinter Bottas. Da hinten gibt es keine Verschiebung. McLaren an Renault vorbei und... Ja, genau, wir vorbei an AlphaTauri. Seit diesem Rennwochenende. Startwiederholung aus der Sicht vom Carlos. Nicht überragend gut weggekommen, aber gut genug, um es als gut bezeichnen zu können. Aber da vorne war einfach dicht. Und ich habe dann wieder probiert, außen vorbeizufahren. Da kommt der Vettel an, da gehen wir auch gleich mal hin. Quietsch und Qualm. Hier auch nochmal, aber da außen ist auch zu und Schwungholen war da auch nicht so wirklich drin. Der Start von Giuliano. So ähnlich wie bei uns, oder? Vielleicht ein Hauch schlechter, aber sehr ähnlich. Wobei kam er auch nicht, es war zu eng. Ein Gelbbereifter. Aber nur die Weißbereiften, die zwei, die es gab, die haben es absolut richtig gemacht. Weiß man aber auch erst hinterher. Latifi ganz hinten und sein Teamkollege muss sich hinterm Giuliano einreihen. So ist schön. Ja, und Vettel. Bei der Kurve hat er nicht übertrieben, nein. Er hat gezeigt, er ist da, aber er hat sich zurückgehalten. Genau richtig, wie ich finde. Und dann hat er eine Mördertraktion an den Tag gelegt. Bemerkenswert, wie er da rauskam. Da innen. So schnell. Stark.
Schöne Helikopterperspektive. Da setzt er an. Da ist er kurz vorne, aber dann muss er zurückstecken. Und hier gibt es nochmal ein Zusammentreffen. Ich fahre eine andere Linie, aber damit ist dann eben auch ein Zusammentreffen vorprogrammiert. Und dieses hier ins Bild fahren fand ich lustig. Und das hier, schaut mal, die Linie vom Haas. Das ist absolut furchteinflößend, wenn man das von außen sieht, wie er da rangeht in die Kurve. Boah. Ja, und dann waren die grünen Reifen schon drauf. Und schaut mal, wie der Regen peitscht. Ich muss leider eins vorwegnehmen. Das Duell dieses Mal, dieses eine Mal auf einer Höhe mit dem Grosjean zu sein, das wird leider nicht gezeigt. Finde ich wirklich sehr, sehr schade, denn das war wirklich, denke ich, sehenswert. Wäre sehenswert gewesen. Aber man kann wohl nicht alles haben. Aber da könnte Codemasters dran schrauben und das dann beim nächsten Spiel besser machen. Ich meine, das kriegen die hin. Die automatisch generierten Highlights nochmal verbessern. Da bin ich schon zuversichtlich. Und leider wurden es heute keine Punkte, aber mit Punkten habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe ja auch nicht bei den letzten Rennen mit Punkten gerechnet. Allen voran beim letzten Rennen war es einfach nur ein glücklicher Umstand. Die Strategie war goldrichtig und gut gefahren, ja. Dann kam es halt dazu und bei dem Rennen davor in Hanoi hat das Safety Car geholfen. Aber man muss halt auch, wenn es solche Situationen gibt, einfach zur Stelle sein. Muss man, ja. Wenn man was reißen will in so einer schwierigen Situation wie bei uns aktuell, dann muss man jede Gelegenheit ergreifen. Wenn ich das so sehe, wie der Vettel hinten umfährt, sieht auch etwas furchteinflößend aus. Aber ginge heute alles ziemlich gut. Und soweit ich mich erinnere, ja, gibt es in Montmelo keine Stelle, wo uns jemand hinten reinkacheln könnte. Nee, ich glaube, da gibt's nichts. Aber ich bin ja sowieso gespannt, wie das beim Rennen in Spanien so laufen wird. Ein Platz vorbei an der Zielvorgabe von Vacanciero. Aber ich habe alles gegeben, insofern kann ich mir nichts vorwerfen, aber es hat einfach nicht gereicht. Platz 15 statt 14, wie von den Italienern gewünscht. Heute mal wieder einen ganz kleinen publiken Betrag, Abzug. Okay. Geld? Ich will kein Geld nicht nehmen, also bin ich ruhig. Aktivitäten, es sind nur 2 Tage, dann geht's schon weiter. Kostet Geld, bringt was für die Strapazierfähigkeit, Teamanerkennung kostet Geld. Alesi, du hast Glück. Mal wieder. Obwohl ich in der aktuellen Saison gar nicht so den Fokus auf den Teamkollegen setzen möchte. Aus bekannten Gründen. Wir müssen da auch auf andere Sachen schauen, wenn wir in der nächsten Saison irgendwie um den Titel mitreden möchten. Einrichtungen, wir haben zu wenig Geld. So langsam müssten wir aber auch mal an Spielberg denken. Gut, der Giuliano will jetzt auch nicht so viel. Aber Geld muss man haben, um es ausgeben zu können. Wir haben zwar Geld, aber nicht genug. Ja schon, aber ist mir gar nicht so wichtig, wenn Quert nächste Saison kommen sollte, haben wir ja einen Spitzenteamkollegen. Wir könnten aber noch spitzenmäßiger aussehen lassen, wenn wir hier den anderen Kram noch verbessern würden. Das könnten wir aber auch erst gegen Saisonende machen. Würde ja auch ausreichen. Mehr Ressourcenpunkte ist eigentlich immer gut. Dann würde ich aber lieber ins Chassis gehen, weil, ja, Geld. Weil da werden wir am ehesten noch was machen. Dann kann uns hier Typ 1 noch am ehesten was bringen. Alcatel gerade noch so auf dem Auto zu sehen. Maßarbeit.
Wie einfach das wieder aussieht, ist schon schick. Die Bildchen hier, das ist eine absolute Kleinigkeit, aber für mich ist das sehr wichtig und allen voran auch den Fortschritt da sehen zu können, das ist toll. Das sind keine Bildchen, das sind schon Animationen. Wie die Tür sich da hinten verändert hat. Ja. Achtet auf die Holztür. Blub, da kommt was rein. Unter anderem. Dann sparen wir vielleicht nochmal. Boah, es kostet schon viel. Dann gebe ich doch lieber auch. So, ja, 2 Millionen. Okay, wir sparen noch ein klein wenig. Wir schieben für 250 wieder was an. Zu wenig Ressourcenpunkte. Da hätten wir noch 77 über. Nach Monaco für Aserbaidschan, gar nicht mal so schlecht. Danach kommt Kanada und Spielberg. Da ziehe ich ausnahmsweise mal den Antrieb vor, obwohl ich ja gesagt habe, Schwerpunkt Aero. Aber in Hinblick auf Aserbaidschan und auch Spielberg und auch Kanada werden wir hier auf Motorleistung gehen. Zündkerze. Ein überarbeitetes Zündkerzendesign, das den Zündfunken besser verteilt und so für ein eine bessere Verbrennung und mehr Leistung sorgt. War wunderbar vorgelesen, ich weiß. Gut, dann müssen wir sparen. Nee. Wobei das nächste Getriebe schon schön wäre. Dann gehe ich lieber so schnell es geht beim Fahrerboni hinsichtlich Abnutzung weiter. Teile wechseln, nicht vergessen. Was haben die denn eigentlich runter? Boah, 10%, ey. Das Getriebe muss noch einmal. Schließe als 14. oder besser ab. 15. Und der Herr Teamkollege ist nicht besser als wir gewesen. Kein Fahrerboni beim Herrn Teamkollegen. Fahrermarkt kurz durchgehen. Den Asenbotters 99er Wert. Ansonsten, das ist nicht so wichtig. Hamilton bisher bloß unter den ersten zwei gewesen. Aber wir waren schon mal Vierter. Haha, schön. Dann gehen wir mal weiter. KI-Fahrerstufe ist die 86 geplant und mal gucken, was die Konkurrenz so gemacht hat. Kein Regen hier zu sehen. Alpha Tauri, ne Haas. Haas auf jeden Fall vor AlphaTauri. Ferrari hat sich leicht verbessert. Die stehen jetzt gut vor den Rosanen. Haas, Alpha Sauber und Williams haben sich ganz schön verbessert. 1,35 war das zuletzt vor dem Niederlande-Rennwochenende. Oder war es ja auch schon die 2? 1,255? Auf jeden Fall sind wir hier beim Chassis jetzt auch Letzter. Fünftletzter. Noch fünftletzter.
Aber hier tut sich bald was und hier auch. Und hier ist der Abstand zu groß. Mal gucken. Ich bin schon sehr gespannt. Ihr wisst ja, die Strecke in Mont Melo mag ich sehr. Deswegen male ich mir da insgeheim schon ganz viel aus. Aber mal gucken, wie was so werden wird denn. Vorhersehen kann ich nichts. Aber ich freue mich einfach auf das, was kommt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.